Dürfte ich noch einen wie immer haben? Was denn? Cappuccino mit Hafermilch, mehr Cappuccino. Quasi einen doppelten großen Becher oder wie? Genau, oder halt weniger, genau. Genau. Ja. Wobei, doppelt wäre dann, was wäre das dann? 6 Euro oder was? 7,50? Walla, hier sind echt komische Leute drin, Walla. Ah, okay. So, hier bin ich. Sehr interessant. Kannst du das nochmal sagen? Also, ich tu dir leid. Weißt du, was Leid bedeutet? Ja. Das ist was, ob das was bedeutet? Nee, was es bedeutet? Mir egal, aber ich ist dir egal? Einfach, okay. Ich will dir einfach nur sagen, du tust mir leid. Ja? Ja. Du hast mit Rap nichts erreicht, mit Singen hast du nichts erreicht. Du kommst ständig live. Mhm. Ich attackiere irgendwelche Leute, du hast jedes Mal Fitner, jedes Mal Stress. Und man hört immer so nur negativ von dir. Ja, du bist noch jung, du bist halt, wie alt bist du, 16, 21? Man hat nie irgendwie gehört, oh, J-Lo, Digga, der hat Hammerlied rausgehauen, oder ja, weil du nicht hinhörst, guck mal, weil du nicht, guck mal, weil du nicht hinhörst, ich könnte ja auch sagen, du bist, es tut mir leid, dass, weißt du, ich könnte ja auch, also, weißt du, ich könnte jetzt Feuer mit Feuer bekämpfen, ich könnte jetzt auch sagen, ja, es tut mir leid, dass ja, du einfach du weißt du, ich könnte jetzt auch beleidigen, weißt du? Bro, ich beleidige dich nicht. Natürlich beleidigst du mich. Du beleidigst meine Meinung. Intelligenz. Das ist noch viel schlimmer, als dass du mich beleidigst. Nein, ich sag dir doch nur die Wahrheit. Kannst du die Wahrheit nicht verkraften, Bro? Die Wahrheit ist, dass du ein kleiner, frecher Ölgräber bist. Aber warum bin ich frech? Ich hab dir nur meine Meinung gesagt. Du kannst die Wahrheit nicht ab, deswegen bist du sauer. Ja, oder Kacke halt. Ich meine so, aber das ist auch nicht richtig. Auch nicht richtig. Oder deine Nasenlöcher sind größer als deine Augen. Ja, aber. Und ich bumse deine Anne, wenn ich will. Oder du bist echt lustig, ja. Ich weiß. Und ich würde tatsächlich deine Mutter knallen können. Ernsthaft. Wenn dann, also, ich würde deine Mutter besser Mutter behandeln, als dein Vater sie behandelt. Die ist tot, pass aber auf. Nasenlöcher, die sehen Katastrophe aus. Du hast bestimmt die ganze Nacht gehackt. Hast bei irgendeinem Dealer die ganze Zeit an der Tür geklingelt. Ja, deine Anne. Krise. Du hast bestimmt überall gesucht, weil du überall Schulden hast. Guck mal, lass uns bei der Sache bleiben, Digga. Das war doch so schön am Anfang, weißt du, bevor du gesagt hast, dass ich dir leid tue, weißt du. Guck mal, aber wieso gehst du sofort auf Mütter und so? Wieso hast du keinen Anstand? Weil ich kann. Du bist doch ein älterer Herr, du musst doch keinen Anstand haben. Ich habe keinen Anstand. Das müsste dir deine Mutter über mich gesagt haben. Ja, deine Mutter. Meine Mutter ist tot. Also willst du Tote beleidigen? Ja, wenn das so ist. Meine Mutter ist auch tot. Echt? Jetzt? Ist sie echt tot? Ist sie gestorben? Gott hab sie selig. Ich hab sie, als ich sie gestern gedingst hab, dann, weißt du? Weiß ich gar nicht, ich hab sie gesehen halt, weißt du? Mach ruhig weiter, Mann. Ich weiß, ich werde auf jeden Fall dir vielleicht auch noch einen Bruder machen, wenn du weitermachst. Weiter. vielleicht hast du deinen schwarzen Bruder, mal gucken, wie du mit ihm umgehst. Ja. Guck mal deine Nasenlöcher an. Ja. Aber wer bezahlt dich denn? Ja. Die sind größer als das Loch deiner Mutter. Ja, gut, aber du siehst aus wie ein Waschbär. Also, Zitat Jürgen Klopp. Also nicht böse gemeint. Nur die Wahrheit. Guck dich mal an, wie du aussiehst, Mann. Du bist einfach seelisch kaputt. Du bist am Arsch, Junge. Du hast nichts erreicht. Ja, aber dafür kann ich deine Schwester. Du hast nichts erreicht, deine ältere Schwester. Hast du eine ältere Schwester? Du kriegst überall Schläge. Man hört nur negativ von dir. Digga, du hast. Das hört man nur von sogenannten Kanaken. Ja. Bist du jetzt ein Nazi oder was? Wieso Nazi? Ja. Du bist doch kein Kanake. Ich bin der Kanake. Du bist kein Kanake. Ach wirklich? Wer sind denn die Kanaks? Wer ist denn der Stamm der Kanaken? Sag mal. Intelligenter kleiner Junge. Du bist ein kleiner Eidi. Ja. Ich habe einen kleinen Airi, ja.
Aber trotzdem kann ich deine Anne und deine ältere Schwester, wenn ich will. Ich kann deine ältere Schwester. Ich könnte sogar deinen Vater, machen. Weil dein Vater ist billig. Dein Vater, Digga, dein Vater bin ich. Ich bin dein zigeunischer Vater. Was? Oh, oh, was hast du gerade gesagt? Hast du mich gerade beleidigt? Was? Hast du mich gerade Zigeuner genannt? Ich mach die Wahrheit nicht ab. Hast du mich gerade Gauner genannt? Also du, ich du, bin du, dein du, zigeunischer Vater. Ach, wow, was für ein Landsmann bist du nochmal? Walla, du bist so ein Kalb, ja, Walla. Es hat so gut angefangen, weißt du? Ja, ich bin ein Hund. Der Hund, der deine Anne. Du weißt schon. Ich nehme deine Anne auseinander. Aber warum hast du nicht, warum bist du nicht, also was, hast du Geld dafür bekommen, dass du jetzt, oder machst du es einfach so? Also du schnatterst Arafats. Du schnatterst Arafats, Eiri, mit so tief, einfach so, oder was? Hast du Leberkrebs? Ist deine Mutter eine, okay. Hast du